glaubst doch nicht, sie schließen ihn im höchsten Turm ein und niemand erfährt es? Wieso nicht? Sei kein Narr, Junge. Sieh dich um. In diesem Land wimmelt es von Ratten und Schlangen. Gerade jetzt. Jedes Geheimnis hat seinen Preis. Wenn ich ihn dir überlasse, steckt mein Kopf auf einem Spieß, bevor der Monat endet. Du musst nicht zu den Rosenbergs zurück. Woher weißt du von den Rosenbergs? Meister Pfeiffer erkannte die Schrift auf deinem Geleitbrief. Wie ich sagte, nichts ist in diesen Landen vor neugierigen Blicken sicher. Und wo sollte ich hingehen? Tritt in Herrn Ratzigs Dienst ein. Er braucht Leute wie dich. Kobilla dienen? Niemals. Wenn er erfährt, was ich alles für die Rosenbergs getan habe, knüpft er mich am erstbesten Baum auf. Ach. Dennoch hast du recht, ich muss nicht zu den Rosenbergs zurück. Kann es auch nicht. Warum nicht? Ich bin ein Ritter ohne Wappen, ohne Treuepflicht. Niemand sollte wissen, wem ich diene. Wenn bekannt wird, dass ich entlarvt wurde, werden sie mich töten. Sie können es sich nicht leisten, mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Wohin wirst du dann gehen? Wohin mich die Straße führt, wie viele Male zuvor. Leb wohl, Heinrich. Auf Wiedersehen. So. Ja. Die schmelzen. Sie bauen wohl auch ab. Prägen, wiegen, galvanisieren. Oder. Wie auch immer. Bitte. Ich flehe dich an. Bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Du hältst die Klappe und gehst in den Knast. Komm jetzt. Gehen wir. Meister Pfeiffer freut sich schon sehr, dich kennenzulernen. Mhm. Da waren wir zwar schon mal, aber... Das haben wir es tatsächlich mal geschafft. Hab Dank, Meister Pfeiffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Hatay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er hier etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Hatay. So schön golden. Hm. Ja, ich bin ja wieder falsch. Versuch. Ich wollte eh noch dahin. Hatte ich hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Erstmal nicht. Keine Ahnung. Sparzeit. Warum auch nicht? Das hat halt 101, 100. Tja, jetzt müsste ich gucken, dass ich nicht wieder unter meine Hungergrenze falle oder darüber komme, um meinen Bonus zu bekommen. Ne, ich muss zu der Markierung danach. Was war A? Wieso war A da oben? Ach, das war das, genau, das war das Lager, was ich, das Banditenlager, was ich zerstören sollte. Genau, das war's. Schon sagen. Oh, hey. Das Banditenlager. Hey. Aber erstmal will ich zu dieser wilden Stadt nochmal hin. Herausfinden, wer wie was gewürfelt hat, bekommen hat. Oh, genau, ich soll ja dann rausfinden, wer es war und dem anderen Kerl dann Bericht erstatten. Wo war der überhaupt? Der war doch ganz... War der nicht hier?
war der? Ich habe einen Teilhauptquest gemacht, ja. War das? Boah, der Kerl mit seinem... Ich sollte da hingehen? So tun, als wäre ich der und... Wo ist die Mission davon hin? Das gerade ist es nicht. Giganten. Da, genau, finde heraus. Das war die Alternative. Das war auch die, wenn ich es herausgefunden habe. Warte, das war auch der... Ich muss ja nur wieder mit den Würfelspielern reden. Weil einer von denen war es ja. Der hat ja... Einer hat das gesetzt. Ich weiß nicht, das war... Der letzte, gegen den ich gespielt habe, glaube ich. Irgendwie sowas. Das Dorf. Das habe ich komplett fertig gebaut. Das steht schon. Also da von der Mission wirst du nichts mitbekommen. Die ist vorbei. Der Weg müsste eigentlich... Wenn ich... Verdammt. Oh, doch. Ha, bin genau beim Aus... Ah, hinterer Eingang. Okay. Wäre ich bloß zu Hause geblieben. Weck dich nicht auf. Pass auf! Ah! Ist ja gut. Wirklich. Komm, beruhig dich. Viel weiter. Ja, wie gesagt, ich habe das Dorf komplett fertig. Das steht komplett. Oh, ich muss ja noch mit dem Chef da reden. Peshuna, war der das mit der? Eine Frage noch. Was willst du? Ah, nee. Okay. Können wir die noch um Geld würfeln? Ich hätte sicher doch. Bis später. Ansonsten könnte ich nur noch mit dem Kerl hier reden. Hallo? Oh, warte, ich muss mit... Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Wer ist da? Gibt es ein Problem? Der Erhard... muss ich mit... Oh, ich glaube, ich muss mit dem reden, um mit Erhard zu reden, oder? Was? Ich habe noch eine Frage. Ich rede nicht mit Betrügern. Nervensäge. Bertha. Kann ich dich etwas fragen? Frag nur. Erzähl mir etwas. Wozu soll das gut sein? Willst du den Leuten erzählen, was für ein guter Wirt? Ich bin nur neugierig. Wie sagt man so schön? Neugier ist der Katze tot. Aber was soll's? Man nennt mich Bertha und ich bin die rechte Hand von Herrn Erhard. Bertha? Ah, du hast schon von mir gehört. Geißel von Vlaschin. Niemand, der meine Axt zu spüren bekam, konnte davon künden. Warum versteckt ihr euch hier? So würde ich es nicht nennen. Wir ruhen uns hier nur ein wenig. Wovon? Naja, es wurde ein bisschen zu brenzlig. Hier lässt man uns in Ruhe, solange wir uns nicht in Sasor blicken lassen. Verlasst ihr nie das Lager? Was willst du damit andeuten? Dass wir hier alles vollschaffen? Nein, nein. Ich dachte nur, du weißt vielleicht, was sich hier in der Gegend zuträgt. Manchmal treffen wir auf Jäger oder umherreisende Pilger. Und hier in der Nähe leben Köhler.
die sich zuweilen mit uns die Zeit vertreiben. Aber den Fluss überqueren wir nicht. Ist zu nah an Sasau. Okay. So, damit habe ich fast jeden gefragt. Die Wachen, was ich mit denen kann ich nicht reden. Du bist auch noch ein Bandit, mit dir kann man auch nicht reden. Ich würde zwar gerne mit dir reden, aber das klappt nicht. Ich darf dich nicht durchlassen. Alter, wieso kann ich den mit dem... Wer ist der Erhard? Ja, oh ja, da steht's im DL, mit dem DLC. Okay, keine Ahnung, wieso ich. Ist da jemand? Der Herr Erhard. Hier hast du nichts verloren. Wieso kann ich dich nicht sehen? Kann ich den vielleicht abends sehen? Sprich beenden. Wie viele haben wir denn? Als ob du die das erste Mal hast. Ich weiß, ich dachte, das Turnier. Das Turnier würde häufiger stattfinden. Ich glaube, meine Mission ist auch irgendwie. Warte. Oh, als ich das Turnier gewonnen habe. Ist doch. Ist da nicht die Mission gescheitert? Ach, verflucht. Frage, ob ich die alle besiegen könnte. Mit Waffen? Bestimmt, wenn ich sie einzeln. Ach, vielleicht könnte ich mit dem Dolch, wenn ich sie alle einzeln meuchel, aber. Naja, mal gucken. Ich denke mal nicht, dass ich noch viel mit denen zu tun haben werde. Die Mission mit herauszufinden, wer es war, nur gescheitert, weil ich mit dem Boss nicht reden kann. Als nächstes dann A, die untersuchen. Oh, da habe ich die Räuberbande schon besiegt. Zumindest die 3. Okay. Aufrichtung blaues A. Da rotten wir dann eine oder die entsprechende Räuberbande aus. Und danach geht's zu den Minen, um da zu kontrollieren, ob die nutzbar sind für den Herrn Dingens, der für den Herrn Ratzig arbeitet. Naja. Jetzt nicht weg. Ich habe Verpflichtungen. Ah, okay. Ich kann jetzt nicht weg, ich habe Verpflichtungen. Ist die Erklärung für, ich kann die ja, nicht aus der Karte rausmarschieren. Ich sehe da vorne einen Überweg, eine Furt, ein Wehr, je nachdem. Da sollten wir ja eine Furt. Wunderbar. Da kommen wir rüber. Da steht auch ein Karren. Dürfte ein Unfallsort sein. Wenn noch nicht eingetragen. Oder auch nicht. Wie auch immer. Folge ich dem Weg. Und bis ins La. Was ist denn das für eine. Naja. Willst du ein paar Münzen verdienen?
Warte, lass uns doch kurz reden. Wer bist du, dass du mitten auf der... Okay. Was ist los? Komm schon. Du bist ein Problem. Und du genauso. Dass diese Stangenträger erstmal immer in mich reingehen. Ich hab ihn noch nicht mal umgebracht. Ah. Durch die Rübe durch. Und noch einmal. Ach, die Banditen werden ja auch Zeug dabei haben. Ah. Die Taste. Ah, keine Ahnung. Der andere ist abgehauen oder so. Weggerollt. Auch wurscht. Nicht von Belang. Definitiv nicht. Mit dem Bogen reinzureiten ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich habe den Kampf mit dem Schwert noch nicht unbedingt gemeistert, aber... Naja. Dieser Pfad dürfte mich irgendwo hinführen. Eventuell von... Oh nein. Attentäter, was? Das alte Weib setzt einen Attentäter auf mich an! Okay. Bin ich denn? Ich stand auf dem Pferd. Attentäter. Warum ein Attentäter? Warum sind ja so Hillbillys unterwegs? Attentäter. So ein Bandit. Auch ein Bandit. Warum ist das auch ein Bandit? Hm. Merkwürdig. Ist am Fisch hier hängen? Hm. Einen interessanten Ort. Hier bin ich auch. Interessanter Ort. Wie weit bin ich denn weg? Eine ganze Weile. Wert. Oh, ich bin überladen. Ach, Mann. Wirklich jetzt. Ich hoffe, mein Pferd ist nicht so überladen. 200, es geht noch. Ist auf jeden Fall mehr auf dem Pferd, als mir lieb ist eigentlich. Weiß gar nicht, was ich noch da aufgeladen habe oder von welchem Gegner. Irgendwann verliert man die Übersicht. Irgendwann müsste ich auch demnächst mal das Achievement bekommen, 200 Leute abgemurkst. Naja. Werden wir ja sehen. Ah, ich soll hier das Räuberlager finden. Da bleibt ja nicht viel. Hier ist noch... Oh, hier bin ich doch mal zwischendurch lang geritten, oder? Hier waren die Minen. Das ist ein Räucherzelt. Hier ist keiner. Da hinten dürfte das Lager sein bei den Zelten. Da die ja lieber die Zelte vorziehen, als hier die Hütten irgendwie sich nutzbar zu machen. Ah ja, da laufen sie schon rum. Okay. Das war ein Treffer. Noch ein Treffer. Sind die alle stehen geblieben? Du bist zur falschen Zeit. Töte den Anführer des Lagers. Das war einfach. Oh, der ist auch schon umgefallen. Ja, der Alarmschläger, der rennt immer weg. Das ist das Problem. Schädel. Gehackte Bäume. Das ist ein komisches Lager. So, schön knacken. Sehr schwer. Ich weiß nicht, vielleicht bringt der Kerl noch welche aus von der Patrouille mit. Oh, Tatsache. Kommt einer. Oh, ich glaube, ich habe verfehlt. Was sagt man dazu?
Weiß ich nicht, was man dazu sagt. Hey, ihr alle, ihr seid... Flugalarm geschlagen. Ich wollte noch ganz in Ruhe die Kiste ausräumen. Ach, da sind nur Tränke drin, das ist ja wunderbar. Die sind so schön leicht. Hier müsste irgendwo... Oh, ist der weggelaufen? Ach, da muss ich noch mal gucken, ob das alles hier überhaupt passt. Hm. Ich weiß gar nicht, wo ich den anderen noch getötet habe. Ist auch eigentlich egal, ich habe hier genug Zeug normalerweise. Fackeln weg, Jagdpfeile. Mein Pferd kann auch einiges mitnehmen, ne? Hoffe ich auch zumindest mal. Wäre schade um das Banditenohr, wenn ich nicht finden würde. Habe ich mich nicht hier irgendwo hingestellt? Und ist kein Mensch und auch keine Leiche. Pferd, komm mal her. Ich brauche mal einen höheren Aussichtspunkt. Irgendwo hier muss doch einer liegen. Ich habe doch beiden ins Gesicht geschossen. Hier ist der eine. Der andere war... Habe ich da angeschossen und einen habe ich hier auf dem Weg gehabt. Habe ich den da schon erledigt? Merkwürdig. Das ist fast enttäuschend. Wie viele Banditenohren habe ich denn? Drei? Was müssen hier? Zwei. Ohren eines Banditen. Zwei. Das war bei... beim Karren, da bin ich zurückgewichen. Zurückgewichen, und das war dann... Ist der hier, der hier liegt? Hä? Komisch, ich dachte, ich hätte... drei umgebracht? Naja, meinetwegen. Der eine ist noch hier in die Richtung... Vielleicht finde ich den noch, aber keine Ahnung. Im hohen Gras zu kämpfen ist eh immer so ein... Ne. Gut, fangen wir an mit B. Das liegt am weitesten links, da wo ich anfangen würde. Oh, hier ist eine Klippe, da sollte ich vielleicht... Ach nee, ein Bach. Okay. Da gehen wir am besten... So lang. Stimmt, wir brauchen ja Wasser zum Silberabbau. Damals haben die ja... Was haben die genommen? Quecksilber, um... Ah nee, die haben Quecksilber genommen, um Gold auszuspalten, nicht um Silber. Aber Silberminen waren genauso giftig wie Goldminen damals. Also das ist... damalige Minen, da muss man aufpassen. Die hoch 10. So. Sieht nicht allzu schlimm aus. Vermutlich waren die Hundsfette wasserscheu. Keine Ahnung. Das kann es ja nicht sein. Untersuch den Zustand der Wasseranlage. Waschanlage wahrscheinlich, nicht Wasser. Pickel. Ach so, das Zeug kommt hierher. Waschanlage. Ist dann hier das, hä? Guck mal, können wir auch nochmal reingucken. Holzkohle, Schaufel. Inwiefern kann ich die denn hier untersuchen? Außer das hier. Ah, da, untersuchen. Mächtig Radau gemacht. Aber es steht noch.
Gut. Nächste war ja ganz... Finde den Stollen. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein will. Das Orangene kommt entweder von der Sonne oder von den Chemikalien, die wir damals benutzt haben. Ich bin nicht unbedingt bereit, das auszuprobieren. Lieber nicht. Ich meine, es könnte nur vom Ding sein, aber... Hier ist ja noch ein... Ach so, das ist das Überlauf, der Überlauf für, links. Da ist jemand. Wollen wir mal sehen, ha? Halt, was willst du? Was ist sie denn? Hm. Bergarbeiter. Ich komme auf Geheiß von Herrn Ratzig und Meister Pfeffer. Was machst du? Right. Was ich hier mache? Ich halte hier Wache, damit kein Lumpenpack das Silber stiehlt. Sehr möglich. Ich bringe dich sogleich zu Meister Pfeffer, auf dass er dich belohnen möge. Aber ich kann hier nicht weg. Wer wird denn sonst Wache schieben? Hm. Okay. Dunkel. Oh, Moment, ich halte den Bogen. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich halte den Bogen, die Fackel hätte noch geklappt, aber... Müllfackel wird weggeworfen. Fertig aus. Okay. Oh, oh. Tunnel, halt auf. Was war das? Ah, Höhenpilz. Interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Irgendwann vielleicht mal, wenn ich irgendwelche Tränke brauche, aber das wird nicht allzu häufig vorkommen. Hm. Okay. In der Mine so ein Aufgang. Wir wollen dann das Silbererz hier rausschaffen. Die haben schon mächtig Arbeit geleistet hier. Das glaubst du aber. Sieht aus wie nur ein. Ist das ein Aufzug? Sieht fast aus wie ein Aufzug. Oh. Bist du wahnsinnig? Hör auf, mich zu schubsen! Du bringst uns doch alle um! Hör auf damit! Oh. Hey, kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was. Komm mal aus der Mine. Hey, du da, was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Ich bin auf Herrn Ratzig und Meister Pfeffers Geheiß hier. Wer des Königs Silber stiehlt, endet auf dem Scheiterhaufen. Kein Mensch stiehlt in dieser Mine Silber. Das wird sich noch zeigen. Aber ich an eurer Stelle würde das weitersuchen, bevor ich hier rauskomme. Ich habe keine Lust, euch quer durch die Provinz zu jagen. Glaubt dem kein Wort! Von dort unten kann er uns nichts und wir sind in der Überzahl! Obendrein kennt er sich hier nicht aus! Guck mal, ich habe auch einen Bogen. Au. Lieber Gott! Okay. Bergarbeiter. Plündere ich mal nicht. Ich brauche nichts stehlen. Noch ein Bergarbeiter. Warum will ich die Bergarbeiter töten?